Stellt euch vor, eure Eltern checken euren Browserverlauf und sehen einfach das hier. Wahrscheinlich wurdest du auch schon mal enttäuscht. Ich wurde auch schon mal enttäuscht. Ich glaube, jeder Mensch wurde schon mal enttäuscht. Unangenehm. Hi Leute, ich bin wieder da. Unangenehm. Und ich heiße euch herzlich willkommen zu Ramba Zamba am Sonntag. Für die After-Hour-Party. Und falls ihr nicht genug kriegen könnt von Feiern, Spaß und mächtig dicken Videodateien, abonniert Sef Uncut. Aus dem Regen ins Leben, ab in den Süden. Der Kanal, auf dem nur manchmal, wenn es unbedingt nötig ist, geschnittene, ungeschnittene Let's Plays kommen. Der Kanal, den alle deine Freunde schon vor dir abonniert haben. Der Kanal, der, wenn du ihn abonnierst, Reichtum, Macht und Ruhm bescheren wird. Oder so. Ihr seid alle herzlich willkommen, gibt auch keine Gesichtskontrolle. Ihr seid sowieso alle wunderschön. Beweis? Oh, jetzt geh mal rein. Ein Psychokiller, der dich auserwählt hat, um der Hauptcharakter in seinem nächsten Film zu sein. Was für eine fantastische Idee, oder? Und damit darf ich euch ganz herzlich willkommen. Oh mein Gott! Den habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube, das nennt man Berufsrisiko. Hey, Buddy, stell dich den Leuten noch mal vor. Machen wir ein Intro zusammen, oder was? Lass mich in Ruhe. Habe ich mir gedacht. Wir spielen The Director's Disorder. Ey, wenn das mindestens so ein Ding wird wie Fears to Fathom. Ich hätte das nicht tun sollen. Ah, fuck me, fuck! Warnung. Dieses Game sollte von überhaupt gar niemandem angesehen werden. Tja, ihr habt jetzt also noch die Chance abzuschalten. Tja, Chance leider verpasst. Nacht 1 und wir suchen sehnsüchtig nach der Uhr, die irgendwann 6 Uhr zeigt und uns erlösen wird. Oder so. Dunkelheit? Ein Haus mitten im Nirgendwo? Eine Gegend, in der man noch nie etwas von Internet- oder Telefonanschluss gehört hat? Wow! So. Ah, wir werden herzlich empfangen. Ne, ich klaue jetzt hier nicht Dinge von außen durchs Fenster. Ich schreite da ein. Wie eine vollkommen geistig gesunde, ganz normale Persönlichkeit. Okay? Ich hoffe, du bist sicher hier angekommen aus Kalifornien. Du hast dir das Handgelenk gebrochen bei deinem Aufenthalt hier vor ein paar Jahren. Das ist, was er erzählt hat. Ich habe den Key dort versteckt, also in der Hütte. Danke, dass du auf Ace für mich aufpasst. Ist Ace der inkontinente Ehegatte? Oder ein Hündchen? Ace? Oh, ist ein Hündchen! Hey, Buddy! Na? Der ist da ausgestopft. Das Bild da hinten. Okay. Da hat sich jemand auf jeden Fall Mühe gegeben, die Stockbibliothek zu durchforsten. Schade. Wait. Ich dachte, hier wäre eine Hütte. Oh, war das der Rosenbusch? Es tut mir leid, Nana. Was ist das denn hier? Was für Beschwörungen finden hier statt? Okay, gut. Wo ist hier das Shad, von dem die redet? Ich weiß es nicht. Ich dachte, das wäre wie so ein Schuppen. Haben sie den abgerissen? Das wäre jetzt wirklich doof, ne? Nana, ich bin jetzt schon überfordert. Bitte nicht schimpfen. Nana must have locked the door when she left. Oh. I wonder if she left me a note somewhere. Oh, das hast du doch gerade gelesen. Okay, ich bin der hier, der dringend Hilfe braucht, Alter. Nicht Nana oder ihr Hund oder die Hütte. Der werde ich... Immer erst warten, bis ich fertig bin mit den Scares, ne? Sonst sind sie nachher noch effektiv. Ich bin laut, den Leuten platzt das Trommelfell und ich kriege wieder diverse Anzeigen und die Nachbarn rufen die Bullen. Ich möchte das nicht mehr in meinem Leben. Hausschlüssel. Ey, die sind hier seit 5 Minuten weg, oder warum brennt die Kerze? Was soll denn das? Leute in Horrorgames sind auch die einzigen, die diese vollkommen überdimensionierten Weinfässer bei sich zu Hause haben. Hallo? Na? Hey, buddy. Sorry. Ah, boy. Is it good to see you? You should probably look for that chore list you mentioned. It should be on the table, I think. Was? Ich habe Aufgaben? Okay. Kein Fresschen, kein Pipi, kein Spaziergang. Ey, hast du gehört? Das wird ja wie im Ferienlager, Alter. Mal ruhig hier. Oh, für die Unterhaltung bin ich zuständig. So, Honig. Ich hoffe, du stellst sicher, dass du alles von dieser Liste erledigst, bevor du schlafen gehst. Ich weiß, du musst jetzt müde sein nach dieser langen Fahrt, aber
Du musst das unbedingt erledigen. Also Ace muss gefüttert werden. Gut, ist klar. Das Essen ist auf dem Counter, also auf dem Tresen in der Küche. Du musst halt nur das in seine Bowl geben, also seine Schale, und es auf den Boden stellen. Dann soll ich ein bisschen Feuerholz vom Shed zum Kamin bringen. Die Kerze deiner Mutter muss angezündet werden. Deine Mutters Kerze, Alter. Oh, sie ist gestorben. Oh mein Gott. Oh, jetzt fühle ich mich schlecht. Oh, das ist aber gemütlich. Aber halt auch ein bisschen gruselig, oder? Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich nicht. Feuerzeug. Das nehme ich mal mit. Das brauche ich bestimmt. Ich schließe mal die Fenster. Irgendwie kriege ich hier jetzt schon so ein leicht mulmiges Gefühl. Oh, guck mal. Best Young Performer? Candle? Ist das die Kerze? Ich bin mir noch nicht sicher. Warte mal, eins nach dem anderen. Jetzt nicht ideal eingerichtet? Halt wie im Real Life, ne? Sehr gemütlich finde ich es hier. Das ist ja eine coole Stimmung. Okay, ach, das ist mein Essen. Was ist das denn? Radieschen und Selleriesuppe? Ich krieg Suppe? Nachdem... Danke, Oma. Du bist die Beste. Aha, okay, gut. Spiel, was auch immer du sagst. Es gibt Cornflakes. Check on Mom's memorial behind the house. I think the candles might need to be relit. Ich weiß, das ist nicht das Leckerste, was ich mir vorstellen könnte, ne? Oh Gott, der Arme. Okay, also, ich gehe mal raus. Mamas Memorial, also ihr Erinnerungsschrein. Das müsste doch irgendwie auch so bläulich leuchten. Boah, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht hole ich erstmal Feuerholz. Mal gucken. Ich weiß ja gar nicht, wo welches ist. Okay, sollte hier nicht irgendwie was sein? Firewood from the shed. Ich sehe halt auch... Ach hier. What? Ist das mein Auto? Ey, Pfoten weg! Da ist ein Smiley-Aufkleber. Oh Gott, ich sollte hier die... Ich sollte das nicht offen lassen, ne? Sagst du da was dazu? Oder ignorieren wir das jetzt? Dude, was ist mit dir? Okay, weißt du was, bevor ich hier irgendwelche Kerzen anzünde, kann ich das bitte abschließen? Nee, kann ich nicht. Ist klar. Alright. Oh, can't be beat. Das war die crunchieste Suppe ever. Alles klar. Oh, gut. Das war nicht Moms Kerze. Aber was ist denn Moms Kerze? Hinterm Haus, glaube ich. I miss you every day, Mom. Ach, das ist eine Kerze. So. Buddy, wo bist du? Wo ist der Hund? Oh! Nur zu. Jemand stalkt mich, Alter. Oh mein Gott. Was hast du gesehen? Er ist es. Der hat diese kleinen Smiley-Klebchen überall verteilt. Oh, Hankies? Ah ja, alles klar. Go to bed. Schlaf schön, Seth. Bei helligstem Licht, Kerzen. Oh! Und Psychos vor deinem Fenster. Okay, beruhige dich. Kann ich den irgendwie... Der hat ihn gesehen. Ey, um nichts in der Welt würde ich rausgehen. Ich würde mein Handy nehmen, aber in so einem Szenario ist bestimmt immer keins vorhanden. Ah. Irgendetwas sagt mir, dass das nicht das einzige Messer ist, was er hat. Oh shit, I've got a bad feeling about this. Ah, jetzt hast du ein schlechtes Gefühl. Okay, wow. Dem Typen machst du echt nichts vor, ne? Alles klar. Jetzt habe ich eine Taschenlampe. Ich habe vorher eine mitgebracht. Nein. Der Moment in Horrorspielen wird immer rausgezögert, ne? In Games wie diesen. Kuckuck! Wo waren Sie am Samstag, den 23. Juni um 18 Uhr? Verstehe. Er hat ein Alibi. Pick up knife and place it inside. Warum soll ich das da hinlegen? Falls ich ein Steak essen möchte, oder was? Ey, ich würde das so nah Shit. Bei mir halten. Apple bag. I can't leave that out in the rain. Gut, alles klar. Ach, ich habe mein Zeug gar nicht reingebracht.
Ja, ist weg, ne? Ist eine Zeichnung? Didn't I leave it here? Weird. Guess I'll check the shed next. Natürlich! Was? Oh nein, ich weiß nicht, ob ich das kann. Das ist sowas von eine Falle. I'll just take this to the bedroom for now. Ja. Einfach nur, damit der da drinnen wieder seine Post-it-Sammlung verteilen kann, nicht wahr? Drop it. Ah! Wenn es eine Sache gibt, die ich bei sowas hier absolut schrecklich finde, dann ist es Flüstern in mein Ohr. Ich schwör, das finde ich so unangenehm gruselig. Da zieht sich alles zusammen bei mir. Boah, ich sehe richtig ein bisschen Sterne, ey. Oh, ich habe mich so hart verkrampft. I should take a nice long hot bath before the rain is the death of me. Was? Du willst ein Bad nehmen? Ich schwör, die Leute sind aber auch immer selber schuld. Da kann sonst was passieren. Ein abgetrennter Babykopf könnte da in seinem Briefkasten liegen und er würde noch ein Nickerchen halten. Und wo ist Doggy? Und warum ist hier das Licht aus? Es gibt keine Lichtschalter. Take a bath, okay. Geht nur, wenn die Tür offen ist. Oder? Jetzt auch, wenn die Tür offen ist? I don't know. Oh, jetzt kann ich. Ah, von hier kann ich nur ein Bad nehmen. Verstehe. Ace, fuck. Du bist doch ein Volltrottel. Jetzt geht er da mit seinem wackelnden Schniepi, Alter. Hinterher tropft alles voll. Ey, hör auf, meinen Hund zu klauen. Wie klaust du überhaupt einen ausgewachsenen Schäferhund? Der hat den gemopst. Wie? In Schwitzkasten? Ich bin immer noch nackig bei der Er baumelt. Er schlackert links und rechts. Hier ist der LKW, der hat vorhin gehupt. Ah! Da stand ja, ich soll Ace draußen suchen. Vielleicht im Garten oder so. Little shit, got me worried. Don't go running off like that. Come on, buddy. Oh. Ja, aber da war doch eindeutig wer. Ja, lass ihn alleine ziehen. Das klappt ja scheinbar zwischen euch. Junge, ich verstehe den Typen nicht. Alles, was hier passiert, verdient er irgendwie. Als ob ich mich jetzt hinlege. 12:07 Uhr nachts. Was weckt mich aus meinem Schlaf? Package. Ah, Amazon Express Night Delivery. Schon mal gehört? Ist das der Babykopf? Pack ich ihn das hin? Hier. I should move Nana's wash bins to the shed. Ich sollte... Was? Ich sollte die Wäschekörbe in die Hütte bringen? Jetzt geht's ja wohl los. Warte, ich gehe da jetzt gucken. Nee, da sollen die hin. Wieso sollen die da hin? Es regnet übelst rein. Ist das dumm. Oh mein Gott, okay, ich gehe in den Garten. Vielleicht stehen die hier rum. Da hat sie ja was aufgehangen oder so. Ach, hier steht eins. Ah, geh hier her. Ich kann wahrscheinlich immer nur eins davon mitnehmen oder so. Warum sind die jetzt überhaupt wichtig? Weil die nicht rosten sollen? Oh, da habe ich aber einen Spoiler für dich. Die sehen aus, als, ja, hätte sie die schon... Ah, da. 3, 2, 1. Ich bin schwer entrüstet, Game. Das kannst du doch besser. Komm, das war nicht der Deal, Alter. Na, ist der letzte. Come on, Alter. Ihr wisst, irgendwas Schreckliches wird noch passieren. Ich hoffe, sie lassen meinen Hund aus dem Spiel. Aber der muss ja auch einen Grund haben, warum der hier ist. Ich finde, das addet aber echt cool was dazu. Und jetzt gucke ich mir das Paket an. Hallo. Was ist open before?
Selbst der Killer hält mich für so unfähig, dass ich mich jetzt um Wäschekörbe kümmere, anstatt das Paket aufzumachen, dass er mir das hier schön alles präsentiert. Hello? Anyone there? Hello, Cole. I'm here. I hope it wasn't too uncomfortable for you. It has been a few years since you visited your old family home, hasn't it? Ja, das ist eine sehr unterhaltsame Nacht, dankeschön. Who is this? The director of your next film, Cole. I've got a role for you to fill, and I know you're hankering for some work. Okay. Bin dabei. Absolutely not. I'm not desperate enough to work with someone pulling some shady shit like this. If you want to work together, drop the Psycho Stalker Act and contact my agent. Goodbye. I wouldn't be so. Ich bin Schauspieler? Hear me out at least. Okay, was hast du zu sagen? No. Now leave me the hell alone, or I'm gonna call the police. Okay. Jetzt gehe ich aber wirklich ins Bett. Also wirklich, wirklich zum dritten Mal. Also. Wenn mich jetzt nochmal was unterbricht, Alter, das wäre doch gelacht. Die Ansage hat so gesessen. Ace? What the hell did you do with my dog? Now, now, don't get saucy. Little Ace. Oh, what? Noch nicht tot? Das ist ja in seinem Truck, oder? Oh, jetzt öffnen wir. Kann ich den von oben nicht mit irgendwas absnipern oder sowas? Where is he? I've got him right here with me. And if you want to see him again, you'll play along. Now, I was generous enough to do this out of the kindness of my heart. But it looks like you need some extra motivation. Follow my instructions, and you'll get Widow Ace back. Okay, ich soll machen, was er sagt, dann kriege ich meinen Hund. What do you need me to do? Der sieht mich doch. That's more like it, Cole. You're going to help me gather footage for a film. Something that'll really blow the socks off our viewers. How about we start off with something simple to ease into it, huh? For this scene, I'd like for you to go behind your house and pick up the present I left for you. With it, you're going to vandalize your mother's favorite tree. I know the relationship with your mother wasn't the greatest while she was alive, so why not take this chance to blow off some steam and show off your true feelings? Was? Ich soll Vandale ausüben an dem Lieblingsbaum meiner Mutter, da wo ihr Erinnerungsschrein steht. Jules, ich vandalisiere. Ach, das hier gleich. Oh, ich habe verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten. Ich will den Hund retten. Interessant. So ein Totenkopf. Nana wird mir das nie zutrauen, dass ich das war. Ist das dumm? Oh mein Gott. Ach, scheiße. Ach, ich habe hier Müll verstreut. Das ist wie so ein Bösewicht aus so einer Cartoon-Serie, Alter. That wasn't the deal. Was muss ich noch machen? Now where's Ace? Quiet! If you don't shut up and do as you're told, the dog will die and you will join it soon after. Oh Mann, okay, gut. Was willst du denn, was ich tue? That's the spirit. Now, I want you to grab that duffel bag you brought home with you. I know what's in the duffel bag, Cole. Ja, meine Socken und Schlüpper. Die ich immer noch nicht anhabe nach dem Baden. Ich habe statt Socken einzupacken, Geld von wohltätigen Zwecken abgezwackt, hab's in diese Tasche getan und mitgenommen. Das ist so ein Breaking Bad Scheiß, Alter. What the hell was I supposed to do with it? As long as I can take it to the bank. Cole, listen, I'm not here to question your life choices. That's for your fans and the police. What you're going to do is get rid of the evidence. Ich soll's verbrennen! Burn every last dollar in that bag. I mean, der Hund ist immer noch wichtiger als all das Geld, ne? Das ist ja keine Frage. Burn the money. Ja, Mann, burn the money, Alter. All that work. Was soll ich denn mit einem Lambo? Ich will ein Ace. I
I burned it all. I don't know how this is going to help me, though. It won't, Nimrod. But it does make for good footage. You'll be viewed as... Es wird mir nicht helfen, es ist nur unterhaltsam. What? Make amends for his past crimes. Probably. I don't know. I don't really know. I'm not people. Was? Das ist so scheuert, Alter. All right, Cole. Next scene. Nächste Szene. You remember when you were filming your last movie? Mein letzter Film. Your stunt double had an accident on set because okay. You were too hungover to act. Now, I would have liked to have had you recreate that accident, but we don't have time or resources for it. So instead, I'm going to have you take a knife and cut off your own finger. Das ist halt wirklich so ein Saw-Scheiß. Also ich bin scheinbar Schauspieler und mein Stunt-Double hatte einen schrecklichen Unfall am Set, weil ich zu besoffen war. Ich kann den Unfall nicht nachstellen, aber ich soll meinen Finger abschneiden, so als Ersatz. What? No! That accident was his fault, not mine. He was supposed to be a fucking professional. I'm Cole Westwood. I'm too hungover to do my job. You want to see your dog again, Cole? Oh God. Do the scene. If not, well then who's to say what'll happen next? Hey, es reicht's aber echt langsam, ne? Cut off finger. Fuck! Oh, fuck! 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 Oh, nee, nicht God. Das F-Wort. It's done, you fucking psychopath! Holy shit! Was sind das für Sounds? I left you a present in the back of your truck. Ja, natürlich, Alter. Der war noch Metro vorher. What you want this time? Okay, ich nehme das Paket. Bring's in mein Zimmer oder so. Ach, mein Schlafzimmer oder was? Ah ja. Verstehe. There. It's all ready. Good. Now, here's the fun part. You're going to sit in front of that camera and confess all of the horrible things you've done. Der will mich fertig machen, ey. I haven't done anything wrong, damn it. No. Shut up, sit down, confess, or be punished. Das Ding ist, ich kann mein Geständnis aufnehmen dafür, dass ich das Geld gestohlen habe. Aber das Geld ist nicht mehr da, also fehlt der Beweis. Also kann ich dann zurückrudern und sagen, ah, ich wurde gezwungen. I'm not hearing any confessing. Juhu! Fine! Fuck! Okay, confess, sir. Confess your first sin. Okay, was habe ich gesündigt? Habe ich masturbiert? Let's see. I hadn't visited my mom in years. Before she died, I mean. She kept inviting me up for Thanksgiving or Christmas, but there's always something else. Wonder why she didn't just come and visit me. Dudes. I mean, why should I have to be the one who has to drive 6.5 hours upstate just to see her? I had more important things to do. Things that were actually worth my time. She should have tried harder, not me. Oh, Digga. I stole money from my charity. $10,000. The money was supposed to go to those kids, and I just took it from them. Wie macht man denn sowas? Das fällt doch auf. But I needed it more. I did. The bank was going to repossess my cars. I couldn't let that happen. Acting doesn't pay what it used to. Der Typ ist ein Oberarsch, Alter. And yeah, I cheated on her. My wife. Ever since our son was born, she's just been horrible. Inside and out. Always needing things and bitching about this or that. Ja, sie ist schuld, ne? So when her sister came on to me, could you blame me? Ihre Schwester! Just trading him for the younger model. That's all. She'll get over it. She always does. Oh, Digga. Yeah. Yeah, I happened to be drunk on set that day. So what? Is it my fault that dumbass had to take my place for the stunt? My fault he didn't stand on the right fucking spot and lost his arm? Okay, er hat einen Arm verloren. Zum Glück musste ich den nicht abschneiden. He should have been more careful. Some professional he was.
He didn't deserve that payout the company gave him for his troubles, either. Hell, if anything, it should have gone to me for making us waste a day of filming. There. Done. Happy now? Alter. You're not done yet. Cole, what did you think this was? What? That's it. All of my confessions. There's nothing else to say. Don't lie to me, Cole. I know. I know. Etwas ist auf der Straße passiert. Als ich betrunken war wieder, ja. You couldn't. That's impossible. There was no one else there. Confess, Cole. Let me take those weights. Es ist irgendwas passiert. Oh, habe ich wen überfahren? I killed a man. That's Mama. I was on my way home from a party. I'd been drinking all night. And he came out of nowhere. Yeah. I stopped and checked on him, but he wasn't breathing. So I got back in my car and I left. I didn't want to leave him, I swear. But I couldn't help him. He was in pieces, scattered across the fucking road. So I went home. And the next day, I called my Nana. Okay. And I asked if I could stay. Das war erst kürzlich. For a while. And so kurz worauf das passiert ist, ist er hergefahren. Ich hab mich hier versteckt. Feigling, ja. Shut up. My jeez, don't get your panties in a twist. Last scene is a simple, easy one. Okay. Burn down your grandmother's cabin. What? Come on, Cole, don't play dumb. I know you heard me. You're going to burn down your nana's house, burn it to the ground, and walk away from the life you knew. Ich soll das Haus anzünden und weggehen von dem Leben, was ich kannte. Why? She doesn't deserve to be homeless. True. Leave her out of this. Cole. Hätte ich wenigstens das Geld behalten können, hätte ich ihr neues Haus kaufen können. It's burning. It's all burning down. What have I done? Ace. Oh mein Gott. Okay, buddy. Come on. Let's go home. It's time for me to atone for everything I've done. Es ist Zeit für dich, deiner Oma mal was zu erklären. Cole Westwood ist nach Kalifornien, sein Zuhause, zurückgekehrt und hat sich der Polizei übergeben. Nach einer kurzen Verhandlung wurde er für 10 Jahre in Gefängnis verurteilt. Seine Opfer waren in der Lage, Frieden zu finden. Mit dem Wissen, dass jetzt der Sache Gerechtigkeit widerfahren ist. Cole selbst hat mit seinen Verbrechen abgeschlossen und versucht... Was ist das denn für eine komische Moral? Oh, come on. Come on. Okay, ich kann nur... Warte mal, select night. Oh, wait. Was ist, wenn ich das verneine? Vandalized mom's tree. Never mind. There's no way I'm doing that. I love my mom and I'm not gonna ruin her memory. Ich hoffe, du bist kooperativer, aber... Okay, er gibt mir eine zweite Chance. Aber wenn ich das verneine, wird er nicht so vergeben, was jetzt das Geld verbrennen, ne? Was ist, wenn ich das nicht verbrenne? Was sagt er dann? Don't burn the money. I'm not gonna burn that money. Do you have an idea how hard it was to convince those idiots to give up their money for my... Das macht mich zu einem besseren Menschen, das hier gerade nicht. Ja, wobei es auch egal ist, ob ich es verbrenne. Ja. Er hat ihn noch nicht umgebracht. Seine Druckmittel verblassen ein bisschen. No, just... Please, give me another chance. Noch eine Chance? All right, Cole. Next scene. Okay. What? No. Mein Finger. Das nächste ist mein Finger. Fuck no, I'm not cutting off my finger. Go to hell. No, no. Oh Gott. Hey,
you? I doubt that, Cole. You're fighting for your life now. If you continue to ignore me, you'll meet the same fate as your precious pup. Two more scenes to go. Was ist, wenn ich die auch ablehne? Don't confess. I have nothing to confess to. Ich bin tot. Anything wrong. That's bullshit, Cole. We both know it. Just tell me what's next already. So, what's next, Cole? You've ignored me time after time, and you expect me to still have work for you? You're done. Finish. I want you to get the fuck off my set. You're going to let me go? Just like that? Der lässt mich nicht gehen. Der lässt mich nicht einfach gehen. No, 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 no way. Ah! Als ob! Boah, ich hab's gewusst! Oh, yes! ja, cooles Game. Ich glaube einfach, das war's. Ich sehe jetzt keine anderen Möglichkeiten, außer einfach nur bestimmte Sachen abzulehnen, wie den Baum zu schänden und also alles, was mit meiner Familie prinzipiell zu tun hat. Yo, Director's Disorder. Sehr, sehr cooles Konzept. Am Ende doch sehr viel Dialog und sehr wenig Gameplay, was ein bisschen schade ist. Hier und da mal sehr, sehr durcheinander vom Storytelling. So, man, also das hätte ein bisschen aufgeräumter sein können, aber an sich cooles Game mit dem Hund, das, bringt echt einiges an Emotionalität noch rein. Fand ich eine coole Idee. Und yo, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert den Channel für mehr. Und wir sehen uns hoffentlich.